Glück auf, meine Lieben. Heute sind wir mal wieder unterwegs und zwar im Schloss und Park Lichtenwalde bei Chemnitz. Viel Spaß! Ein Minister, Augustus Starken, ließ die dreiflügelige Anlage von 1722 bis 1726 erbauen, sein Sohn den Park anlegen. 1772 fiel der Landsitz an den Grafen von Vitzthum von Eckstedt, die ihn bis 1945 bewohnten. Staunend rufen die Repräsentationssäle der ehemalig gräflichen Bewohner in dem dreiflügeligen Schloss hervor. So können das Königszimmer, der Rote Salon, der Grüne Salon und das Chinesische Zimmer im Rahmen des Museums besichtigt werden. In einer Führung sehen Gäste zudem die Schlosskapelle mit einer der noch wenigen erhaltenen Donati-Orgeln sowie das Teehaus im prachtvollen Innenhof. Das imposante Gebäude gewährt Einblick in zwei besondere Museen. Dabei handelt es sich zum einen um das Schatzkammermuseum. Dem Betrachter zeigen sich zum Teil mehrere tausend Jahre alte und deshalb kulturhistorisch sehr wertvolle Exponate ferner Kulturen. Mit der Sammlung deutscher Scherenschnitte hütet Schloss Lichtenwalde einen weiteren musealen Schatz. Denn die filigranen Kostbarkeiten aus den drei Jahrhunderten zählen zu einer der größten und umfangreichsten Sammlungen dieser Art in Deutschland. Historischem Vorbild rekonstruiert, kann sich der Lichtenwalder Barockpark mit seinen 10 Hektar mit überwältigend vielen Sicht- und Wegachsen, 335 historischen Fontänen, versteckten Pavillons und Sitzbänken mit den größten Parks in Deutschland messen lassen. Meine Lieben, jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn es diesmal nur ein kurzes Video war. Und lasst doch mal einen Daumen nach oben da.